Liebes Minimed-Team, liebe Gesundheitsinteressierte, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin sehr stolz darauf, dass seit dem Jahr 2006 die Minimed eine nicht mehr wegzudenkende Institution in unserer Stadt Graz ist. Interessierte Menschen, die etwas lernen wollen über ihren Körper, über Gesundheit, über gesundes Leben, haben die Möglichkeit, mit Profis unserer medizinischen Universität zusammenzukommen und sich medizinische und organische Zusammenhänge ganz einfach erklären zu lassen. Ich selbst war schon ein paar Mal auch vor Ort und bin auch in puncto Gesundheit ein bisschen klüger geworden und versuche seitdem auch gesünder zu leben. Das wünsche ich jetzt auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Leider hat die Pandemie uns auch gezwungen, auf diese Form umzusteigen. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, weil wir können die interessanten Botschaften über Gesundheit jetzt in die ganze Welt hinaus transportieren. Noch einmal ein riesen Dankeschön und ich werde weiterhin die Minimed gerne unterstützen. Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Isabella Binder und ich darf Sie im Namen des Minimed-Studiums und der Woche Steiermark ganz herzlich zum heutigen Minimed-Webinar mit dem Thema Niere und Dialyse willkommen heißen. Als Referent begrüße ich Herrn Universitätsprofessor Dr. Alexander Rosenkranz. Er ist Leiter der klinischen Abteilung für Nephrologie der Universitätsklinik für Innere Medizin der MedUni Graz. Wie alle Minimed-Referenten und Referentinnen trägt er ehrenamtlich vor. Vielen herzlichen Dank dafür. Ein weiteres Dankeschön geht auch an unsere Partner, die Österreichische Gesundheitskasse, die Stadt Graz und die Medizinische Universität Graz. Zum Ablauf vorab möchte ich Sie noch darüber informieren, dass wir Fragen gesammelt haben, welche anschließend von Herrn Dr. Rosenkranz beantwortet werden. Nun möchte ich Sie aber nicht länger auf die Folter spannen. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Vortrag und übergebe nun das Wort an Herrn Dr. Rosenkranz. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich recht herzlich für die Einladung bedanken. Und das Thema ist sehr offen gewählt, Niere und Dialyse. Das hat auch seinen Grund und ich möchte Sie in den nächsten circa 20 Minuten durch die Bedeutung der Niere für das Leben von uns allen führen. Das ist mein Conflict of Interest Statement. Was werde ich versuchen zu erzählen? Ich werde versuchen, etwas zur Nierenversorgung in Österreich. Das Fremdwort dafür ist Nephrologie für das Fach der Niere, also nephrologische Versorgung in Österreich. Dann werde ich versuchen, mit Ihnen zu besprechen, ob es ein Screening braucht. Sie kennen alle ein Screening, sei es als Mann, wenn es um Prostatakarzinom geht oder bei der Frau um das Mammakarzinom. Brauchen wir es auch für eine Nierenfunktionseinschränkung, ein entsprechendes Screening, um es zu entdecken? Vielleicht ein bisschen Pro und Con von diesen Screening-Untersuchungen und wie das in der Praxis ausschauen könnte und wie es vielleicht derzeit auch ausschaut. Nun, die nephrologische Versorgung in Österreich war bis vor ein paar Jahren hier relativ einfach dargestellt als ein Strahl. Sie haben 100% Leistungsfunktion ihrer Niere und über den Lauf der Zeit verschlechtert sich ihre Nierenfunktion, bis sie zu einem Bereich kommt, wo sie nur mit 10-15% der Leistungsfähigkeit hat. Und dann hat der Nephrologe, der sie das erste Mal sieht, keine Möglichkeit, hier eine Intervention in diesem Bereich zu machen, sondern er kann ihnen nur die Vor- und Nachteile einer Nierenersatztherapie präsentieren. Wobei das aber auch sehr wichtig ist, weil vor 50 Jahren hat es diese Möglichkeit für viele von uns Menschen noch nicht gegeben. Und es ist einer der wenigen Organe, die sie über auch einen längeren Zeitraum effizient ersetzen können. Und ich möchte Sie jetzt begleiten auf diesem Weg von 100% zu 10-15% und was hier wichtig wäre für Sie als, ich will jetzt nicht sagen Patient, sondern als Mensch im Laufe Ihres Lebens. Nämlich müssen wir nachschauen, ob sie eine chronische Nierenfunktionseinschränkung haben oder nicht. Und wenn wir jetzt auf der anderen Seite der Skala schauen, also wenn wir schauen, sie haben nur mit 10-15% und brauchen eine Nierenersatztherapie und unter Nierenersatztherapie würde ich jetzt einmal hier nur zeigen die Dialyse, also Hämodialyse oder Bauchfelldialyse, also Blutwäsche oder Bauchfelldialyse, so sehen Sie hier verschiedene Farben. Gelb, Orange und zum Beispiel nehmen wir die graue Farbe heraus. Über einen Zeitraum von
40 Jahren von 1970 angefangen, sieht man, dass die Zahlen für Patienten, die eine Dialyse kommen, kontinuierlich zunimmt. Und die verschiedenen Farben, die Sie hier sehen, sind verschiedene Erkrankungen als Ursache, warum Sie eine Nierenersatztherapie brauchen. Gelb wäre zum Beispiel der Hypertonus, orange wäre zum Beispiel der Diabetes. Und Sie sehen ab den 80er, 90er Jahren eine dramatische Zunahme sowohl von vor allem Diabetes, aber auch der Hypertonie, sodass am Ende des Tages, wenn man hier schaut, im Jahr 2017 50% der Menschen, die einer Dialyse sind, als Grunderkrankung oder als auslösende Ursache eben einen Bluthochdruck oder einen Typ-2-Diabetes hatten. Während erbliche Erkrankungen und die häufigste erbliche Nierenerkrankung ist die Zysten-Nierenerkrankung über die Jahre immer stabil bleiben. Also wir sehen aus verschiedenen Gründen eine kontinuierliche Zunahme. Was kann man sich dazu überlegen? Sie haben also chronische Erkrankungen und wir müssen schon sagen, dass Diabetes und Bluthochdruck eine chronische Erkrankung sind. Selten, dass hier toxische Substanzen, giftige Substanzen eine Rolle spielen können, die letztendlich dazu führen sollten, dass man Menschen, wenn sie älter werden, im Laufe ihrer Zeit vielleicht doch ein Screening machen sollen. Und zwar, wenn sie einen hohen Blutdruck haben, wenn sie Diabetiker sind, wenn sie zu dick sind oder wenn sie eine familiäre Nierenerkrankung haben oder wenn sie auch schon einen Herzinfarkt oder Schlaganfall gehabt haben. Ich werde dann im Folgenden auch erklären, warum. Aber es macht Sinn, wenn sie in diesem Bereich zwischen 60 und 80 oder 90% Nierenfunktion sind, dass sie bevor sie diese 60% erreichen, dass man detektiert, ob sie vielleicht ein Problemfall sein könnten, wo die Nierenfunktion schneller abnimmt oder altersentsprechend normal abnimmt, als wenn ich erst da ganz am Ende der Skala versuche, hier eine Intervention zu setzen. Je früher ich eine Intervention setzen kann, desto eher habe ich die Möglichkeit, die Erkrankung vielleicht auch ein bisschen zu verzögern, also die Nierenfunktion zu verzögern. Das heißt, ich brauche, und es macht nur Sinn, zu screenen Menschen, das weiß man aus Untersuchungen, die Hochrisikopatienten sind, für eine Nierenfunktionsabnahme und das sind eben die Leute mit einem Hypertonus bzw. Bluthochdruck oder vor allem Typ-2-Diabetes. Und dann hatten wir damals vor Jahren, wie wir das erstellt haben, gesagt haben, okay, wenn Sie ein Hochrisikopatient sind, naja, dann sollten Sie einen Nephrologen konsultieren. Mittlerweile gehen wir davon aus, dass das auch im Praktischen, beim Praktiker, beim niedergelassenen Internisten auch gemacht werden kann. Und ich werde Ihnen dann zeigen, wie wir uns das genauer vorstellen. Und erst wenn wir bei 20% Nierenfunktionseinschränkung sind, dann sollten Vorgaben gemacht werden, Vorbereitungen gemacht werden zu einer sogenannten Nierenersatztherapie. Aber das ist ein strukturierter Prozess, der zusammen mit der Familie, mit dem Umfeld des Betroffenen entsprechend dann gewählt werden muss. Auf das möchte ich heute nicht so stark eingehen, das können wir dann auch bei der Diskussion machen. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle aber schon erwähnen, dass man unter Nierenersatztherapie verschiedene Therapieverfahren versteht. Einerseits die Nierentransplantation, die jeder spätestens seit Niki Lauda kennt, eine Bauchfelldialyse, eine Blutwäsche oder Hämodialyse. Oder man kann natürlich auch in manchen Situationen sagen, ja, ich mache ein konservatives Management und behandle nur Symptome, ohne dass ich dreimal die Woche zum Beispiel eine Blutwäsche mache. Auch das können wir dann im späteren noch besprechen. Und natürlich, was ganz wichtig ist, dass wir unsere Kollegen ausbilden, nämlich Nephrologen ausbilden, die auch die Expertise dafür haben. Und das ist auch deswegen gewählt, es gibt in den niedergelassenen Bereich gibt es keinen Nephrologen. Das ist auch gut so, weil da muss ich vor allem auf Arbeiten konzentrieren, die in Spitälern gemacht werden. Deswegen hat sich auch die Nephrologie dazu bekannt, eine spitalsbasierte Disziplin der inneren Medizin zu sein. Das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt und die zeichnen sich in der Zusammenarbeit mit den Niedergelassenen dadurch aus. Nun, wenn man alle Leute in der Bevölkerung screent, dann ist es wahrscheinlich ein großer Aufwand und dann würde man wahrscheinlich viel zu viele Leute auch verunsichern, die gar nicht wirklich nierenkrank sind. Möchte dann noch darauf zurückkommen. Aber warum wir das machen, ist nicht unbedingt nur jemanden von der Dialyse fernzuhalten oder ihm noch mehr Jahre ohne Dialyse zu geben, um die Nierenfunktionseinschränkung, den Verlust der Nierenfunktion zu reduzieren, sondern
Sie sind zwei Fliegen mit einem Schlag. Wir erkennen gleichzeitig auch Menschen, die eine Herz-Kreislauf-Erkrankung haben, weil Schädigungen der Niere, die sich mit dem Eiweißverlust manifestieren, ein sehr früher Marker sind, bevor sie noch eine Herz-Kreislauf-Erkrankung haben, aber für eine kommende Herz-Kreislauf-Erkrankung. Also das ist Schlaganfall oder Herzinfarkt. Das heißt, um eine Leistungsreduktion oder eine Schädigung der Niere zu erkennen, sollte man Maßnahmen ergreifen, um dann eben diese Progression, den Funktionsverlust zu bremsen. Und deswegen muss man eben sich diese Risikogruppen anschauen. Das sind Hypertoniker, das sind Daten von Jahr 2004, aber auch später aus dem Jahr 2011. Es ist sehr ähnlich, dass eigentlich in Österreich eine hohe Anzahl von Hypertoniker sind. 2,4 Millionen Menschen und suffizient davon behandelt sind wahrscheinlich 80.000 und regelmäßig behandelt 800.000. Das heißt, es gibt viele Menschen mit einem hohen Blutdruck, das sind gar nicht einmal so wenig. Und für den Diabetes, da haben wir sogar noch eine bessere Verteilung. Diabetiker gibt es 400.000 bis 600.000 in Österreich. Aber wir wissen, dass gerade bei den Diabetikern, und da haben wir Daten aus Österreich, auch von den Praktikern, wo man sogar bezirksweise hier sagen kann. Das ist zum Beispiel das Zillertal, also das Bezirk Schwarz, oder das wäre Stadt Innsbruck, das ist Hermagorn, und damit Sie auch wissen, dass ich geografische Kenntnisse besitze, das ist alles rund um den Neusiedlersee. Je mehr rot diese Bezirke sind, desto höher ist der Anteil von Patienten mit Typ-2-Diabetes, die eine eingeschränkte Nierenfunktion haben. Das heißt, in Vorarlberg sind so um die 20% der Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion, um am Neusiedlersee sind es eher über 25%. Das heißt, es gibt große regionale Unterschiede, und wenn man es auch hernimmt, so diese Achse zwischen Gmünd und Spielfeld, hat man den Eindruck, dass hier so rote Bezirke durchgehen. Also Sie kennen das wahrscheinlich von der Corona-Ampel, aber das hat schon lange vor Corona gegeben, diese verschiedenen Bezirksfarben. Warum, habe ich gesagt, ist es so wichtig, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Rahmen der Nierenfunktionseinschränkung damit schon vorher zu erkennen, nämlich vorher zu erkennen, bevor wir noch sehen, dass jemand einen Schlaganfall oder ein Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt hat, weil wir wissen, dass wenn die Nierenfunktion unter 60%, das ist über 60%, das Risiko, dass sie einen Schlaganfall bekommen oder Herzinfarkt, ist sehr gering, aber je stärker die Nierenfunktion abnimmt, unter 45, unter 60, unter 44, unter 29 oder sogar unter 15%, desto höher ist das Risiko. Sie sehen ja auch da diesen dynamischen Strich da erinnern in dieser Grafik, desto höher ist das Risiko, dass Sie ein kardiovaskuläres Ereignis haben, also Herzinfarkt oder Schlaganfall. Also auch das per se sagt mir schon, dass das natürlich ganz wichtig ist, hier die Nierenfunktion zu bestimmen. Nun, was spricht dafür oder dagegen? Natürlich ist eines der Probleme natürlich, dass man, wenn man screent, auch jemanden schädigen kann. Sie kennen das von den Urologen zum Beispiel, dass es da einen großen Streit gibt, ob das prostataspezifische Antigen, das PSA, ob man das bei jedem Mann bestimmen soll, ab welchem Alter soll man das bestimmen, wie oft soll man das bestimmen. Im Moment ist man im 45. Lebensjahr. Wenn das unter 1 wäre, dann sollte man das nur alle 4 Jahre kontrollieren. Wenn das größer als 2 ist, dann sollte man jedes Jahr kontrollieren. Früher hat man dann bei schon geringen PSA-Erhöhungen sehr leicht auch die Biopsien gemacht. Das kann natürlich auch Komplikationen haben, nämlich die Prostata-Biopsien. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Nierenfunktionseinschränkung, obwohl man hier vielleicht nicht unbedingt gleich eine Verletzung des Patienten macht, wenn man das Blut ja nur abnimmt, aber es könnte natürlich auch sein, dass jemand hier falsch eingeschätzt wird und sich dann große Sorgen macht. Das heißt, man muss schauen, Kosten-Nutzen, Risikoabwägung, bringt es etwas oder bringt es nichts. Was man bei einem Screening auf jeden Fall sagen kann, ist, dass man seltene immunologische Nierenerkrankungen hier damit nicht detektiert, sondern nur die Leute, die Diabetes und Hypertonus haben, da würde so ein Screening wahrscheinlich Sinn machen. Das heißt, wir sollten nicht alle Menschen screenen, das kann ich schon vorweg sagen, und dann werde ich noch zeigen, wie gescreent werden sollte. Sie sehen hier die verschiedenen Stadien der Nierenfunktionseinschränkung. Das wird in einer bestimmten Formel angegeben und das wird in Milliliter pro Minute angegeben, aber die Zahlen, die Sie in Milliliter pro Minute erhalten, entspricht der Prozent Nierenfunktion. Und deswegen sehen Sie hier zum Beispiel, dass jemand, der im Stadium 1 der Niereninsuffizienz ist, ja über 90% Nierenfunktion hat, und Sie sehen auch, dass 90 normal wäre.
Leicht erniedrigt bei 60-89%. Sie sehen aber auf der rechten Seite auch sein kardiovaskuläres Risiko. Und da ist eine grüne Ampel. Das sieht man bei Covid natürlich nicht mehr, eine grüne Ampel in den letzten Zeiten. Aber Sie sehen auch, dass es hier eigentlich heißt, dass der Patient kein Risiko hat. Was meine ich damit? Solange Sie keine Eiweißausscheidung im Harn haben, haben Sie kein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Und es kann auch sein, dass zum Beispiel 70%, wenn da 70 stehen würde, auch eine noch normale Nierenfunktion ist, weil nicht jeder Mensch, wie ich Ihnen später auch noch einmal zeigen werde, gleich viele, wir sagen Nephrone, also Nierenfunktionseinheiten mitbekommen, Filtereinheiten mitbekommt. Das ist, gibt es genetische Unterschiede, der eine bekommt 80% vom Normalwert mit, der andere vielleicht nur 70, sodass es dann, wie ich Ihnen später zeigen werde, im Alter zu entsprechenden Veränderungen kommen kann. Aber Sie sehen, ab unter 60%, leicht bis mäßig erniedrigt, sind wir schon davon ausgehend, dass das ein deutlich höheres Risiko ist, als die Ampel schon auf Gelb für kardiovaskuläre Ereignisse. Und je mehr die Nierenfunktion abnimmt, desto mehr das Risiko in Richtung Rot, also hohes Risiko. Also das ist immer ganz wichtig. Und was vielleicht an diesem Punkt auch noch wichtig ist, die Patienten haben keine Eiweißausscheidung im Harn unter 30 Milligramm pro Gramm Kreatinin. Das brauchen Sie sich nicht merken. Wir sagen einfach keine Eiweißausscheidung. Und dann steigt das Risiko aber erst, wenn Sie unter 60% sind. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Das heißt, jemand, der 66% oder 70% Nierenfunktion hat, keine Eiweißausscheidung, der hat eigentlich eine normale Nierenfunktion und ist nicht nierenkrank. Ich habe Ihnen aber gesagt, dass es Referenzwerte gibt und diese Referenzwerte gibt es auch im Alter. Vielleicht können Sie sich an Ihre Kinder erinnern, wenn Sie beim Kinderarzt waren, da hat der Kinderarzt gesagt, Ihr Kind hat die und die Größe, das entspricht der so und so vielten Perzentile. Also wenn der an der 95. Perzentile ist von der Größe, dann gibt es nur 5 Kinder von 100, die noch größer sind als Ihr Kind. Und Ähnliches gibt es auch für die Nierenfunktion. Und was Sie hier sehen ist, wenn wir sagen, ab 60% wird es sozusagen schlagend, wenn die Nierenfunktion unter 60% abfällt, so sehen Sie, dass wahrscheinlich ein gewisser Prozentsatz von den Älteren, sowohl von den Männern, bei den Frauen sogar schon etwas früher, ja, eine Nierenfunktionseinschränkung haben, weil im Jahr die Nierenfunktion um 1-2% abnimmt, ab dem 45. Lebensjahr. Das ist genauso, wie ihr Herz nicht mehr so gut funktioniert, vielleicht die Klappen nicht mehr so dicht sind, die Muskeln nicht mehr so gut aufbauen können. Deswegen haben sie in der Folge dann eine schlechtere Nierenfunktion, was aber dem normalen Alterungsprozess entspricht. Das bedeutet eigentlich nur, dass wenn Sie dann 90 sind und vielleicht 40% Nierenfunktion haben, dass Sie deswegen nicht krank sind, aber Sie sind alt, deswegen haben Sie schon ein höheres Risiko, dass Sie versterben könnten, aber das ist normal. Ich glaube, das ist nichts Anrüchiges. Aber man muss vielleicht mit bestimmten Medikamenten zu diesem Zeitpunkt entsprechend aufpassen. Das ist der Keith Richard und der gehört schon zu dieser Altersgruppe, die sicherlich eine Nierenfunktionseinschränkung hat, weil wir wissen, dass je älter man ist, desto höher ist das Risiko, so wie ich es Ihnen vorher gezeigt habe, dass sie eine Nierenfunktionseinschränkung haben. Und ca. 50% der Menschen, je nachdem in welchem Jahr man danach geschaut hat, zumindest in den USA, haben eine Nierenfunktionseinschränkung unter 60%. Also im Alter ist das gar nicht so selten, heißt aber nicht, dass man deswegen, wenn man vor allem eben, wenn man keinen Risikofaktor hat, deswegen nierenkrank ist. Was für mich noch wichtig ist, und das sind diese zwei Kästchen, die rechts von A1 stehen. A1 heißt nur, dass sie keine Eiweißausscheidung haben. A2 heißt mäßig erhöht. Das A steht für Albuminurie. Albumin ist das Eiweiß, das man im Harn detektieren kann. Und wenn das A3 ist, dann ist es stark erhöht. Und mit dieser Erhöhung der Eiweißausscheidung, die im nicht normalen Bereich ist, sehen Sie schon, dass das Risiko, auch wenn sie eine normale Nierenfunktion noch haben, über 60% schon deutlich erhöht ist und noch einmal deutlich erhöht ist, wenn sie eine schwer, nicht eine mäßig, sondern eine schwer erhöhte, stark erhöhte Nierenfunktion, stark erhöhte Eiweißausscheidung haben. Und Sie sehen natürlich auch dann, geht es schon in Richtung Rot, sehr früh bei jemandem, der eine Nierenfunktionseinschränkung und eine Albuminurie hat. Ich möchte da nur herausholen und das Ihnen zeigen,
ohne dass Sie sich genau jetzt einsehen auf diese Abbildung. Der schwarze Balken sind alle Menschen, die eine erhöhte Eiweißausscheidung haben in einer Population von 3000 Einwohnern aus Groningen in Holland. Man sieht, dass das Risiko, die eine Eiweißausscheidung haben, dass es ein Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, nachdem der Balken doppelt so hoch ist wie der graue Balken. Das sind die keine Eiweißausscheidung haben, aber doppelt so hohes Risiko haben, dass sie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erleiden. Und das ist schon in sehr geringen Bereichen der Eiweißausscheidung zu sehen. Deswegen zwei verschiedene Abbildungen. Also Eiweißausscheidung heißt hohes kardiovaskuläres Risiko. Das ist mir hier ganz wichtig. So, und wie kann das in der Praxis entsprechend ausschauen? Wir haben vor ein paar Jahren begonnen, den Gesundheitsfonds in der Steiermark, aber auch die Gebietskrankenkasse zu sensibilisieren und dann ein Programm in die Wege geleitet, das heißt Niere schützen, so wie Herzpunkt Leben, um die Menschen zu entdecken, die ein Risiko haben, dass sie einen Nierenfunktionsverlust oder eine Nierenschädigung aufweisen können, wenn sie bestimmte Risikofaktoren haben und damit auch kardiovaskuläre Erkrankungen zu detektieren. Deswegen gibt es für den niedergelassenen Bereich eine Karte, da steht drauf, hat Ihr Patient, der zwischen 40 und 65 Jahren alt ist, einer dieser Risikofaktoren, die ich Ihnen vorher genannt habe, liegt einer dieser Risikofaktoren vor, dann sollte eine Nierenfunktion bestimmt werden, und zwar aus dem Blut wird ein Wert gemessen, der heißt Kreatinin, das kann dann in eine Formel eingesetzt werden und gibt Ihnen dann diese Milliliter, wo ich gesagt habe, das entspricht dieser Prozent Nierenfunktion, und um zu schauen, ob Sie eine Eiweißausscheidung haben, was ja noch ein deutlich höheres Risiko ist, dass Sie eine kardiovaskuläre Erkrankung entwickeln können und auch eine Nierenfunktionseinschränkung, dass man aus dem Harn das Eiweiß bestimmt. Und das sollte man wiederholen dann, wenn ein Eiweiß auftritt nach 6 Wochen im Harn und dann nach 12 Monaten wieder, um eben zu schauen, ist das jemand, bei dem die Nierenfunktion eigentlich stabil ist oder stark abnimmt, sodass man hier eine Verbesserung in der Intervention machen muss. Noch einmal sei darauf hingewiesen, das soll nur bei den Menschen zwischen 40 und 65 gemacht werden, die einen hohen Blutdruck haben, die Typ-2-Diabetiker sind, die eine kardiovaskuläre Erkrankung haben, die zu klein sind für ihr Körpergewicht, würde ich es einmal so nennen, und solche mit einer familiären Nierenerkrankung. Zusammen mit dem niedergelassenen Bereich ist dann vereinbart, dass Sie einmal im Jahr bei so einem Risikoperson einen Laborcheck machen, so wie ich es vorher beschrieben habe. Und Sie sehen hier schon, je nachdem, ob er ein höheres Risiko in dem Moment, wo er eine Eiweißausscheidung hat, sollte er dann noch einmal mit einem Nephrologen rückgesprochen werden aus der Progressionsambulanz. Er muss nicht unbedingt extra noch einmal in eine andere Ambulanz, um hier sich entsprechend abzustimmen. Das ist uns ganz wesentlich, dass der Patient oder diese Person weiter im niedergelassenen Bereich betreut wird, aber zusätzlich unterstützt von einem Nephrologen an der Klinik, wo auch der Praktiker noch einmal entsprechend nachfragen kann. Ja, das ist einmal die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille, die natürlich immer wieder gefragt wird, was kann ich als Mensch dazu tun, dass meine Nieren möglichst lange halten? Nun, ich gehe es einmal von links nach rechts, das sind Plakate, die wir entwickelt haben. Wenn Sie links anschauen, natürlich das Kleingedruckte, hier steht nicht rauchen. Das ist natürlich der erste Faktor, von dem wissen wir, dass es schlecht für die Nierenfunktion. Gesund essen und Gewicht kontrollieren. Das Gesundessen ist natürlich auch ein sehr schwieriger Faktor, weil jeder etwas anderes unter gesund versteht. Der eine schreibt es auch mit X und denkt sich, er kann besonders viel essen, so wie X-Large. Aber wichtig ist, dass Sie so essen, dass Sie nicht Gewicht zunehmen, dass Sie Ihr Gewicht halten können und nicht viel zu viel, also dass Sie viel zu viel Gewicht zunehmen, sodass Ihr Körper dann doppelt so viel arbeiten muss, weil er nur für 60 Kilogramm gebaut ist und Sie haben 120. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir alle das größte Problem haben. Und das schließt auch mich ein, weil man möchte nicht glauben, wie schwierig es ist, sein Gewicht zu halten. Das verstehe ich sehr gut. Wichtig wäre auch, seinen Blutdruck regelmäßig zu kontrollieren. Der Zielblutdruck ist im Generellen unter 140 zu 90. Wichtig ist, insbesondere wenn es ein Diabetiker ist oder wenn man auch vor allem
allem dicker ist und es in diese Richtung gehen könnte, dass man einen Zucker entwickeln könnte, ein Blutzuckermonitoring und dann sich körperlich fit zu halten und aktiv zu bleiben. Jeden Tag wäre es am besten, wenn man Zeit hat, sich die Zeit nimmt, das wäre wichtig, 30 Minuten in der sogenannten Trainingsherzfrequenz zu trainieren. Das ist natürlich ein frommer Wunsch, aber damit hätte man natürlich auch gleich zwei Fliegen mit einem Schlag, die Bewegung und die Gewichtskontrolle ist ein wesentlicher Faktor. Flüssigkeitszufuhr ausreichend trinken, das wird jeder ein bisschen anders einschätzen. Aber es ist nicht notwendig, dass Sie 4 Liter pro Tag trinken, nur damit Sie Niere gesund halten, insbesondere wenn Sie bereits eine Nierenschädigung hat. Jemand, der auch eine Nierenschädigung und eine Herzschädigung hat, kann es unter Umständen sein mit einer Herzschwäche bei Herzinsuffizienz, dass es vielleicht wichtig ist, dass er gar nicht so viel trinkt. Wir sagen immer so, 1,5 Liter Hahn wäre die Menge, die man haben sollte pro 24 Stunden. Das würde bei normaler Bürotätigkeit vielleicht maximal 2 Liter pro Tag bedeuten. Aber es bedeutet auch natürlich, dass Sie entsprechend das Gemüse, das ja auch wasserhältig ist, dazuzählen, den Kaffee dazuzählen, die Suppe, das ist alles Flüssigkeit, was Sie dazuzählen müssen und nicht nur 2 Liter von einem Mineralwasser, wo Sie sich 2 Flaschen hingestellt haben. Und vielleicht ganz zum Schluss, weil natürlich immer wieder gesagt wird, gerade bei unseren Patienten, die in Richtung Nierenersatztherapie dann oder mit Nierenfunktionseinschränkung kommen, eigentlich erst seitdem sie Medikamente nehmen, ist ihre Nierenfunktion schlecht. Das ist oft eine Verwechslung, weil hier 2 Dinge gleichzeitig passieren. Ihr Arzt entdeckt, dass sie eine eingeschränkte Nierenfunktion haben, aber gleichzeitig entdeckt auch ihre Risikofaktoren, nämlich der Bluthochdruck und oder vielleicht auch die Diabetes und versucht das entsprechend zu behandeln, damit die Funktionseinschränkung nicht davonläuft und nicht noch weiter zunimmt. Aber was für Sie als Mensch hängen bleibt am Ende des Tages ist, seitdem ich die Medikamente nehme, weiß ich, dass meine Niere schlecht ist, also haben die Medikamente meine Niere schlecht gemacht. Medikamente, es gibt Medikamente, die ein sogenanntes akutes Nierenversagen machen können, das sind bestimmte Schmerzmedikamente, aber generell ist es schon so, dass man diese Medikamente, die Sie verschrieben bekommen, zur Blutdrucksenkung oder zur Blutzuckereinstellung Ihnen etwas Gutes tun sollen und die Nierenfunktionseinschränkung verzögern sollen. Ich habe hier noch an diesem Projekt Beteiligten auch noch angeführt vom Gesundheitsfonds, der Gebietskrankenkasse, Ärztekammer und die Kooperation auch mit Vorarlberg, die hier auch schon mit dem gleichen Projekt erste Erfahrungen haben und hier von der Medizin-Uni Graz die Personen und die Institute, die hier aktiv auch beteiligt sind. Ich hoffe, ich konnte ein paar Dinge klären. Ich bin jetzt nicht direkt auf Nierenersatztherapie eingegangen. Vielleicht können wir das noch in ein paar Fragen behandeln und hoffe, Ihnen ein bisschen einen Überblick gegeben zu haben. Also essen Sie nach Maßen, trinken Sie in Maßen, bewegen Sie sich so gut es geht und so viel es geht, halten Sie Ihr Gewicht, dann werden Sie sich auch gesund erhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Dr. Rosenkranz, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich darf nun gleich mit der ersten Frage starten. Hilft eine Dialyse, eine bestehende Nierenerkrankung zu bessern? Nein. Also wenn eine Dialyse notwendig ist, also eine Nierenersatztherapie, sei es eine Blutwäsche oder eine Bauchfelldialyse, dann ist das etwas, was man auf Dauer benötigt. Es gibt eine Ausnahme, wenn Sie ein sogenanntes akutes Nierenversagen haben, wo wir den Zeitpunkt, bis die Niere sich erholt hat, zu überbrücken, eine Dialyse vielleicht benötigen, dann ist es schon möglich, dass man wieder von der Dialyse wegkommt. Also wenn man vorher eine schwere Erkrankung gehabt hat, die zu einer Nierenschädigung geführt hat, zum Beispiel septischer Schock oder ein Blutungsschock auf der Intensivstation, das kann immer wieder vorkommen. Da können wir mit der Nierenersatztherapie überbrücken und dann kommt es auch zu einer Verbesserung der Nierenfunktion. Aber per se, wenn Sie nach 20, 30 Jahren Bluthochdruck oder Diabetes eine Nierenfunktionseinschränkung entwickelt haben und dann Dialyse benötigen, dann kann es das nicht mehr bessern. Das Einzige, was es ersetzen kann und ist auch nur ein Ersatz, ist eine Nierentransplantation, sodass Sie dann keine Dialyse mehr benötigen würden. Mhm. Kann eine Dialyse auch zu Hause durchgeführt werden? Ja, es kann eine Dialyse auch zu Hause durchgeführt werden. Da gibt es
eigentlich auch wieder zwei Möglichkeiten. Das häufigste, was auch in Österreich sehr breit angewandt wird, ist die Bauchfelldialyse. Das kann man auch zu Hause machen. Da gibt es entweder viermal am Tag selber, dass man händische Wechsel macht, oder es gibt eine Maschine, wo man sich am Abend anschließt, das ist der sogenannte Cycler, der über 8 Stunden ein Programm in der Nacht hat, während sie schlafen. Das ist eine Möglichkeit in ganz seltenen Fällen. Das hängt auch wieder von der Region ab. International ist es auch sehr unterschiedlich und in Österreich in den letzten Jahren eigentlich kaum vorhanden, diese sogenannte Heimhämodialyse, also die Heimblutwäsche, weil sie da ein Gerät, das sie sonst im Spital stehen haben, zu Hause stehen haben, sie müssen selber bedienen. Das ist sehr aufwendig und das wird nur in sehr seltenen Fällen, vor allem bei jungen Patienten, durchgeführt. Es gibt pro Jahr immer 1-2 Menschen, die so etwas haben möchten. Ist möglich, großer Kampf mit der Krankenkasse, um das umzusetzen. Aber das Häufigere ist sicherlich die Bauchfelddialyse, die auch in bestimmten Indikationen, bei bestimmten Erkrankungen auch besser sein kann als die Blutwäsche. Also wir schauen da schon auch immer, was passt zum Patienten, was passt zu seinem Umfeld, damit er mehr heimbasierte Therapie machen kann oder mehr im Spital. Und was auch wichtig ist, nicht nur was passt zu ihm, sondern was ist auch medizinisch für ihn vertretbar. Es gibt manche Patienten, die vertragen keine Blutwäsche, die sind besser bei der Bauchfelddialyse aufgehoben und umgekehrt. Mhm. Hat ein früher Dialysebeginn Vorteile? Ja, das hat man vor 10, 15 Jahren hat man gedacht, ja, es gibt einen bestimmten Wert unter 15% Nierenfunktion, musst du unbedingt mit der Dialyse anfangen. Das hat sich in den letzten Jahren auch durch entsprechende Studien gezeigt, dass das keinen Benefit für den Patienten bringt, wenn man früher beginnt. Man beginnt jetzt individuell. Das heißt, der Patient sagt mir, wann er eine Dialyse benötigt, indem er mir seine Symptome verrät. Ich musste nur ein bisschen hellhörig sein auf seine Symptome. Er sagt es automatisch, sei es der Juckreiz oder unruhige Beine, alles Hinweise dafür, dass die Vergiftung mit den Nierengiften so weit fortgeschritten ist, dass er schon eben körperliche Symptome aufweist. Das ist ein ganz, ganz ein wesentlicher Faktor. Aber es gibt jetzt keinen fixen Wert, wo man sagt, da mache ich jetzt Dialyse oder nicht. Mhm. Oder wenn ich früher beginne, ist dann das Ergebnis nachher besser. Wichtig ist, dass die Menschen früh abgeholt werden, früh darauf vorbereitet werden, weil das natürlich auch eine Kopfsache ist, wie man sich darauf einstellt und dass das Umfeld, nämlich seine Familie, seine Umgebung auch entsprechend vorbereitet ist und den Patienten oder die Person dann entsprechend auch unterstützen kann. Noch zur letzten Frage, wie schaut der Alltag eines Dialysepatienten aus? Kann dieser ein weitgehend normales Leben außerhalb der Dialysezeiten führen? Wie schaut es hier mit der Arbeit oder sogar mit Reisen aus? Na gut, nachdem ich ein Mann bin, bin ich natürlich ein Mensch, der, wenn er ein bisschen krank ist, immer schwer krank ist. Sie kennen natürlich das für den Männerschnupfen. Das heißt, es gibt natürlich auch für Patienten mit Nierenersatztherapie unterschiedliche Herangehensweisen der Patienten. Manche Patienten sind auch wirklich so schwer krank, dass sie eigentlich nur 3-mal die Woche zur Dialyse fahren, dazwischen sehr erschöpft sind, weil Dialyse ist auch Arbeit. Da ist sehr viel Kreislaufarbeit, die durch den Körper automatisch gemacht wird bei der Hämodialyse. Und der Transport ist insbesondere für ältere Menschen natürlich sehr anstrengend. Für andere ist es eine Abwechslung. Die haben plötzlich wieder ein soziales Umfeld, eben an der Dialyse, weil sie zu Hause komplett allein wären. Für die ist es eine Abwechslung. Für junge Menschen, die berufstätig sind, die in der Nacht dialysieren können, ist es wahrscheinlich die geringste Einschränkung. Aber trotzdem, während andere dann 3-mal am Abend in die Disco gehen, also früher vor Covid, ja, geht der 3-mal am Abend in die Dialyse. Also der würde das natürlich auch als sehr belastend empfinden. Und das heißt, ich muss meinen Alltag schon auch ein bisschen daran anpassen. Wenn ich Bauchfelddialyse machen kann, dann kann ich das zu Hause machen. Dann kann ich das in meinem Umfeld machen und dann muss ich nicht, so wie bei der Dialyse, muss ich, was weiß ich, um 7 Uhr dort sein. Dann kann ich es auch mal um 7:30 anfangen und nicht um 7 Uhr oder um 8 Uhr. Da kann ich mir sehr viel mehr eigenverantwortlich arbeiten. Aber wenn ein Fehler passiert und ich habe eine Komplikation bei der Bauchfelddialyse, dann habe ich den Fehler gemacht, dann bin ich selber schuld. Bei der Blutwäsche ist dann immer ein bisschen ein anderer schuld, da kann man ein bisschen Verantwortung abgeben. Also man muss sich hier, glaube ich,
in diesem Bereich bewegen. Man kann auch reisen, man kann mit, es gibt Kreuzfahrten, wo sie eine Hämodialyse haben, wo sie Blutwäsche machen können. Sie können auch mit Bauchfelddialyse reisen. Die Firmen liefern ihnen die Utensilien an den Urlaubsort. Es gibt aber nur, das muss man schon sagen, sehr wenig Leute, die einen Tramp durch den Urwald machen mit Bauchfelddialyse. Hat man aber auch schon gesehen. Also es hängt schon sehr viel auch von der Eigenverantwortung ab. Ich habe selber einen Patienten gehabt, das war auch ein Arzt, der an der Dialyse war, der ist mit 65 noch am Großglockner als Dialysepatient gewesen. Das heißt, es hat sehr viel mit Willen zu tun natürlich. Ja. Und was ist meine wie lange war ich vorher schon krank? Und wenn jemand 30 Jahre Diabetes hat oder 30 Jahre einen hohen Blutdruck hat, dann sind meine Gefäße natürlich stärker geschädigt. Und wenn ich 80 bin, ist das was anderes, als wenn ich ein junger Patient aus völliger Gesundheit aufgrund einer immunologischen Erkrankung habe ich meine Niere verloren und bin deswegen erst kurz an der Dialyse. Dann kann ich vermeintlich auch damit besser umgehen. Vermeintlich, weil von außen springt der aus dem Bett heraus, rein raus als junger Patient, und was ein älterer Patient natürlich nicht kann. Aus Untersuchungen weiß man aber interessanterweise, dass eben junge Patienten, die körperlich wesentlich besser beisammen sind an der Dialyse, wesentlich unzufriedener sind, überhaupt keine Lebensqualität haben, und die Älteren, die gebrechlich sind oder wie das neue hochdeutsche Wort jetzt frail heißt, also die sich kaum auch aus dem Bett bewegen können, froh sein, dass sie noch eine Zeit geschenkt bekommen durch diese Nierenersatztherapie und eigentlich eine wesentlich höhere Therapiezufriedenheit haben, obwohl man als junger Mensch dann draußen steht und sagt, na, wieso hat er noch eine, das glaube ich, erkennt man als Arzt auch selber erst im Laufe seines Lebens, dass das alles relativ ist, und je älter man wird, desto mehr versteht man natürlich auch ältere Personen, und ein junger Arzt tut sich damit vielleicht schwerer, aber es ist schon, das muss man schon wissen, dass das einen großen Unterschied macht. Junger Dialysepatient, alter Dialysepatient, beide können grantig sein, beide können happy sein. Also es ist sehr individuell. Dann bedanke ich mich für Ihren Vortrag und Ihre Zeit. Liebe Minimed-Zuseher und Zuseherinnen, wenn Sie weitere Webinare zugesendet bekommen haben möchten oder aktuelle Gesundheitsinformationen, können Sie sich über www.minimed.at für unseren Newsletter anmelden. Für den Minimed-Veranstaltungs-Newsletter als bevorzugte Region-Webinar auswählen und Sie erhalten laufend die Termine zugesendet. Für die Gesundheitsthemen den allgemeinen Minimed-Newsletter anhaken. Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme, wünsche noch einen schönen Abend, bleiben Sie gesund, und wir würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Webinar wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen!